Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76, meine Freunde. Ich befinde mich hier in der Nähe dieses Häuschens hier, in das ETA-PSI-Haus für diese Mission hier, denn ich will meine Braustationen endlich haben. So. Und das heißt für mich, ich muss jetzt hier in Morgantown ein bisschen durch die Gegend laufen. So. Ah. Lässt du mich jetzt in Ruhe? So. So, ist jetzt hier endlich Ruhe? Kann ich endlich weitergehen? Schau mal, ob ihr weiß nicht, was dabei habt, was Interessantes. Also, wie gesagt, ich wollte gerade, was ich in der letzten Folge noch gemacht habe, ich habe da diesen Ort hier entdeckt. Big L's Tattoo Studio. Dort kann ich jetzt, da brauche ich jetzt noch eine Zutat, die habe ich mir in der letzten Folge noch am Ende geholt. Wie gesagt, das hier ist alles momentan recht friedlich. Also wirklich nichts Dramatisches. So. Hier, ein besoffenes Robohirn. Wie geht's uns denn an diesem bombigen Abend? Es war einmal ein Hirn in einem Behälter. Dreimal nukleares Material, das habe ich ja. Ja, ich sollte hier rausgehen. Also, ich brauche Mais und Klingenkorn. So. Wird sie alle tot? Kriegt sie alle noch ein paar Kugeln, die sind alle friedlich. Also, ich muss hier lang. Okay. Hier gibt es Klingenkorn. Wenn er mal da ist. Wilde Mutterbeere. Klingenkorn, sehr gut. Jawohl. Mais, sehr gut. Im nächsten. Noch einmal Mais. Noch einmal Mais. Und noch einmal Mais. Den. Ja. So, weiter nach Klingenkorn. Schauen wir mal, ob es irgendwo muss es ja noch zwei Sträucher geben. Oh, was trinken. Nein, irgendwo hier wird es doch wohl jetzt noch. Einer. Nee, den habe ich schon. Ah, der muss genau hier irgendwo sein.
Und schon haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn gefunden. So. Also. Jetzt wieder zurückkehren. Und. Na komm, beweg dich. Bewegung. Halt. Hier ist ja keine Brauchstation, oder? Nein, hier ist keine. Ist auf einen Blick. Ich bin gerade auf Zicht und hätte nichts gegen Gesellschaft. Also. Stellen. Und das können Bier, Gärungsweg, da. Wo ist Luis überhaupt? Wir hatten kaum Zeit zum Reden. Ja, ich wünschte, ich könnte ihm sagen, wie bombig ich mich fühle. Okay. Und da Lukas schon weggeht wie warme Semmeln, arbeitet Luis an einem Blitz gar bottig, um die Gärung zu beschleunigen. Er ist noch nicht fertig, also rührt ihn bitte. Ich meine es ernst, ich habe fast ein Auge. Auge verloren, das Ding nicht mal bedient. Judy. Hier wird keine Zeit vergeudet. Ich bin Vollzeit-Alki. Und dieser Killer ist mein schickes Büro. Okay, dann kriegst du jetzt auch mal. Ich ist da etwa Lukaschein. Ich gieß das mal in meine Aufnahmekammer und. Wow! Na, teste ich mal einen Drink. Und hier der Bericht. Qualitätsbewertung? Köstlich. Nebenwirkungen? Übelkeit? Abhängigkeit? Leibnierenschäden? Ja, die Liste geht noch weiter, aber das wär's im Proben. Ihre Gäste werden ausflippen, wenn sie das ausschenken. Können sie es überleben? Ungewiss. Aber hängen wir uns nicht an Details auf. Möchten Sie morgen noch mal wiederkommen und mir bei meinem täglichen Qualitätstest helfen? Ich habe noch viel mehr Rezepte auszuprobieren. Also, wenn das Leben Ihnen mal übel mitspielt, dann sprechen Sie doch einfach den guten alten L an. So, und schon haben wir diese Mission abgeschlossen und unsere zwei neuen Braustationen fertig. Tun wir jetzt gleich bauen. So, jetzt sind wir hier und gleich jetzt zurück ins Camp. Okay, perfekt. Halt, stopp, ich muss hier rein, hier hoch. So. Und hier ist ja mein Platz. Hoffe mal, dass das. Nein, bin ich wieder vorbeigerauscht. Da sind sie. Und zwar, da haben wir einmal den. Gärbottich.
Genau. So. Brauchen tue ich diese Dinger sowieso so gut wie nie. Neue Rezepte kriege ich natürlich, wenn ich Missionen für den guten alten L. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Missionen, aber so, es war mir nur wichtig, dass ich die beiden habe. Brauchen werde ich sie wahrscheinlich eher nicht. So. Und damit ist dieses Ziel schon mal erreicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine weitere Mission. Haken dahinter. Muss ich nur schauen. Habe ich eigentlich... wenn ich schon mal dort gewesen bin, dann kann ich gleich mal schauen. Ah, ich glaube, ich war... Ich hab eines noch gar nicht abgeschlossen. War noch gar nicht dort. In der Voltec-Universität. Ich glaube, da habe ich noch nie was gesucht. Hm. Und schon auf geht's. Da gehen wir gleich mal rein. Schauen wir mal. Waffe ist geladen. So, sind wir jetzt in der Voltec-Universität. Wie gesagt, ich kann mich jetzt momentan nicht erinnern, ob ich schon mal hier gewesen bin. Ah! Aber ich glaube, ich war hier schon mal. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Ja, ich war hier schon mal. Wusste es nicht mehr. Doch. Hier war ich schon mal. Okay. Wir können uns trotzdem noch ein bisschen hier umschauen, ob ich irgendwas finde, was ich brauchen könnte. Ja, aber dann müsstet ihr auch irgendwo hier das... Halt, das hier. Tagebuch der Aufseherin, Eintrag 4. Ja, hier ist es. Hier ist das Aufsehertagebuch. Okay. Ja, dann... brauche ich eigentlich nicht hier weitergehen. Weil irgendwelchen Loot und so weiter... Oh, lass mich bitte. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Ja.
Da unten. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Ja, Leute. Jetzt gehen wir noch auf Queen-Jagd. So. Als erstes Kleidung. Ich brauche meine Bagger-Power-Rüstung. Sehr schön. 1 Minute 31 habe ich noch. ...1,20. Ich glaube, da werden wir mal was probieren. Komm, Leute. Das kriegen wir noch hin. So. Reiß doch schnell mal ins Camp. Jetzt will ich was ausprobieren. Ich habe noch 1 Minute Zeit. Ah, wie lange hat es gedauert? 20 Sekunden. Sehr gut. So, also auf geht's. Schnell, schnell, schnell. Gatling Plasma. Ich habe 4 Plasma-Kerne. Dann Munition. Ich nehme noch vorsichtshalber. Und. So. Auf geht's. Sofort wieder zurückreisen. Hätte ich gleich am Anfang eigentlich machen sollen. Ich nehme meine Gatling Plasma mal nie immer so mit. Ich will mal ausprobieren, wie diese Waffe jetzt gegen eine Queen funktioniert. Deswegen habe ich sie jetzt mal geholt. So. Also. So, Waffen. Moment, hoch mit mir. Das hat sich auf jeden Fall jetzt noch gelohnt. Am Ende noch probieren wir mal noch mal eine Queen mitzumachen. Ja, der Schaden ist jetzt halt wirklich begrenzt, das muss man sagen. Jawohl.
Komm, komm, gib dem Affen Zucker, gib dem Affen Zucker. Ja komm, die Hälfte haben wir. Jetzt noch den Rest, komm. Gut, dass ich noch mehrere Plasmakerne mitgenommen habe. Da und Feuer frei. Jawohl. So. Moment, da ist noch eine Queen, da ist noch eine Brandbestie. So, die haben wir auch. Und kommt noch einer, kommt noch einer. Ah, da kommt noch eine Brandbestie. Boah, ist die abgestürzt. So, jetzt hole ich. Da ist sie. Was haben wir denn da? Sehr schön. Das war guter Loot. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und noch eine. Und jetzt bin ich komplett wieder überladen. Geil. So, Leute. Das hat sich auf jeden Fall definitiv doch gelohnt. Drei legendäre Items noch on top oben drauf bekommen. Was will man mehr? Was will man mehr? Da. Also Leute, ich bin jetzt halt Fusionszähle und Lasergewehr. Kann und nimmer mit, komm. Ich werde bei dir jetzt raus. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle auch dieses Video beenden. Es hat sich definitiv noch gelohnt und es hat sich auch gezeigt, dass meine Gatling Plasma sehr, sehr gute Arbeit leistet. Ich muss noch nicht mal viel sie ausbauen. Es geht auch wunderbar ohne. Super. Also Leute, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktiviert. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Und bis zum nächsten Video.